So, das ist die Kailach. Wir sehen, die Blätter verfärben sich. Die warmen Tage sind vorbei. Die Kühe sind schon längst von der Weide runter. Die freuen sich auf den warmen Stall. Am Morgen liegt ganz dick der Raureif. Also die Sonne verliert an Kraft. Es geht auf die Wintersonnenwende zu. Jetzt nimmt der Mond zu, bald ist Vollmond, der November-Vollmond. Im Englischen heißt er Hunter's Moon, Mond des Jägers. Es ist eine Zeit des Niedergangs der Kraft in der Natur. Es geht auf die Zeit zu, die wir heutzutage Halloween nennen. Halloween ist nicht nur so ein modernes Fest, ein globales Fest, wie es heutzutage sehr viele gibt. Zum Beispiel Christmas, die Weihnachten, ja, das wird jetzt in Kalkutta gefeiert und in Japan. Und da laufen so dünne Hindus herum mit Santa Claus-Kostümen an. Und es gibt Schnee in den Schaufenstern. Das ist dann Styropor, Kunstschnee. Also das sind so die modernen Feste. Auch Holi wird jetzt gefeiert überall. Dabei ist Holi ein altes Hindu-Fest, wo die Winterhexe, die Holika, verbrannt würde. Tolles, wildes Freudenfest. Und dann gibt es das Valentinsfest, wo man einander kleine Herzchen schickt aus Schokolade. Die sind so rot eingehüllt in rotem Papier. Ja, Halloween wird auch heute als säkulares Fest gefeiert, Teil der globalisierten Welt. Aber eigentlich ist es ein uraltes Fest. Halloween, das Wort kommt aus dem Altenglischen, heißt Heiliger Abend. Für die Kelten war das Halloween, so Anfang November, meistens bei dem November-Vollmond, war das Jahresende. Es war das Ende der warmen Jahreshälfte. Und nun fängt die dunkle Zeit an, die dunkle Zeit. Und es ist eine Zwischenzeit, eine Zeit eben zwischen der hellen Jahreszeit und der dunklen Jahreszeit. Und in diesen Zwischenräumen, da ist noch nichts fix, aber alles ist möglich. Da kommt die geistige Welt viel näher. Da kommen die, besonders zu Halloween, da kommen die toten Geister, die Verstorbenen kommen sehr nahe. Auch Naturgeister, wilde Geister aus den Wäldern und Wiesen und Feldern, die erscheinen in dieser Zwischenzeit. Das wurde einst gefeiert und bei den Kelten ganz besonders. Das wurde als Mysteriendrama wurde das gefeiert. Und zwar haben sich dann Jugendliche vor allem als Geister angezogen und sind dann von Haus zu Haus gegangen und haben gepoltert und geklopft und gesagt, heute sagt man noch, Trick or Treat, also ein Schabernack oder ihr gebt uns etwas. Und da haben die Leute dann etwas gegeben. Und meistens waren das dann Haselnüsse und reife Äpfel und vielleicht ein paar Kekse oder süße Brote. Das war, was gegeben wurde. Trick or Treat hieß das. Und dann, wenn jemand zum Beispiel geizig war und nichts gab, ja, dann wurde eben Schabernack getrieben. Da hat man in Irland zum Beispiel Torfklötze genommen und den Schornstein zugestopft, dass das ganze Haus verrauchte. Oder, ja, ich kenne das Fest, das wurde nämlich wieder weitergebracht nach Amerika. Da wird es jetzt auch gefeiert, wie in Schottland und Irland und Teilen Englands. Und auch da ziehen die Kinder mit Masken herum und sagen Trick or Treat. Und wenn jemand nichts gibt,
Ja, da wird die Gartentür ausgehoben oder ganz böse in eine Tüte mit Kacke drin. Und dann wird geklingelt und wenn die nicht antworten, wird die Tüte angezündet. Und dann kommen sie raus und treten drauf. Und also richtig bösartiger Schabernack. Ein bisschen ausgeartet in der heutigen Zeit. Ich weiß noch, als wir in Amerika Trick or Treat machten, da hat sich jeder die Maske selber gemacht damals. Und ja, und das hat großen Spaß gemacht. Und dann kamen oft die alten, die älteren Kinder und haben die jüngeren Kinder ausgeraubt. Also sowas gab es auch. Die meisten wissen nicht, die heutzutage so Halloween-Partys und dergleichen machen, wissen nicht, wie alt das Fest ist. Und dass es tatsächlich mit das wichtigste Fest der Kelten war. Und es war zur gleichen Zeit ein Totenfest. Man hat den Toten gedacht, denn jetzt wird die Sonne immer schwächer und die Natur, die Kräuter ziehen sich zurück, die verwelken, ja, die Bäume verlieren ihre Blätter, sie ziehen sich noch einmal ganz prächtig an, aber es sind die Totenkleider, denn bald kommt dann der Winter. Die Toten kommen näher und die Toten werden gefüttert. Und man hat oft dann ein extra, in vielerorts hat man, tut man eine extra Schüssel oder Teller hin für die Toten und tut ihre Lieblingsspeise drauf. Und auch da, das sind oft die Haselnüsse, denn das sind Pflanzen, das sind Nüsse, die geben Kraft für den Winter. Und die Äpfel waren ganz wichtig. Die Äpfel waren Sinnbild des Lebens, des Überlebens. Das war in diesen nordeuropäischen Ländern eigentlich die wichtigste Vitamin-C-Quelle. Hier in Mitteleuropa, da hatte man noch Sauerkraut, was auch sehr viel Vitamin-C hat. Aber so anderswo in England und in den britischen Inseln, ja, da war vor allem der Apfel und der Apfel war heilig. Der Apfel ist etwas, was einen durch die tote Zeit trägt. Im Keltischen hieß der Ort der Toten ja Avalon, das heißt Ort des Apfels. Und der Apfel wurde dem Spanferkel, das zur Weihnachtszeit oft gegessen wurde, ein Apfel ins Maul getan. Und das ist zu symbolisieren, dass das kleine Schweinchen wiedergeboren wird. Also Äpfel waren wichtig, Nüsse waren wichtig, Hanfsaat, also die Samen von der Hanfpflanze, die sind ja auch, ja, die haben ja sehr viele ungesättigte Öle und Vitamine und dergleichen, die waren auch wichtig und das wurde oft den Toten gegeben als Totenspeise. Nun, ist es nicht ganz ungefährlich, die Toten können Schreck machen. In Irland ist noch immer so, wenn man zu der Zeit, zur Halloween-Zeit hinausgeht, schaut man lieber nicht nach hinten. Es könnten die Toten ja einem folgen. Wenn man bei Halloween die Toten speist, also dargestellt in einem Mysteriendrama, wo eben die Jugend sich dann verkleidet, und von Tür zu Tür geht. Wenn man die Toten speist, dann sind die Toten dankbar und segnen das Haus. Das heißt, sie sind dann die Grateful Dead, die dankbaren Toten. Da gab es eine LSD-psychedelische Rockgruppe, das war Hochkult, The Grateful Dead mit Jerry Garcia, stundenlang so tranceartige Musik gemacht. Und die Idee war, so ein bisschen abzuheben in diese andere Dimension. Aber diese Dimension kommt zu Halloween ganz nahe. In Schottland, da kommt dann die sozusagen die Winterhex. Und die erscheint. Das ist die Kailach. Und wenn man sie schreien hört, dann kocht einem das Blut und die Haare stehen zu Berge. Die ist so das Symbol dessen, was geschieht. Und ich habe hier die Kailach.
Ja! So, das ist die Kailach. Sie übernimmt die Herrschaft und sie bleibt dann in der Natur. Man geht da nicht gerne raus. Sie bleibt in der Natur bis zu Maria Lichtmess, also dem Fest der Birgit. Und da tut sie ihren Stab, die Kailach, unter einem Holunder legen. Und dann kommt die, weil die Birgit übernimmt, die neue Lichtgöttin. Und wenn dann Lichtmess geschieht, dann verwandelt sie sich in einen Stein. Und erst im Herbst kommt sie wieder. Das sind so die Märchen und Überlieferungen. Das sind sehr interessante, ja eben märchenhafte Erzählungen. Und da denkt man heutzutage, naja, was soll das bedeuten? Darin ist ein tiefes Naturverständnis übrigens. Da ist ein Naturverständnis. Heutzutage fassen wir unsere Eindrücke und Einsichten in Ziffern, in Zahlen, in Statistiken und dergleichen. Früher hat man die Natur gedeutet, interpretiert, dargestellt mit Bildern, mit bunten Bildern. Die Ziffern, die rühren uns im Kopf an. Ja, das kann man gut denken. Aber die Bilder, die sprechen zu unserer Seele. Deswegen haben wir die noch immer nicht verlassen. Und deswegen hören wir solche Geschichten noch ganz gerne. Halloween hieß bei den Kelten Samhain. Samhain. Einige meinen, das ist der Name der Gottheit, aber es heißt einfach Ende des Sommers, es bedeutet Ende des Sommers, aber ist verwandt mit dem Wort Sammlung. Da sammelt sich das Vieh, geht in den Stall, da sammeln sich oder haben sich die Vögel gesammelt und sind nach Süden geflogen. Da versammeln sich die Menschen in den Häusern. Also es ist eine Zeit des Rückzugs. Es ist auch eine Zeit, in der die Kräuter keine Kraft mehr haben. Denn Pflanzen sind immer mit der Sonne verbunden. Jedes grüne Blatt, jeder grüne Stängel ist photosynthetisch, heißt mit der Sonne verbunden. Und jetzt werden die Tage immer kürzer. Die Sonne macht einen viel niedrigeren Bogen. Die Sonne geht in das Zeichen des Skorpions. Skorpion ist dieses krebsartige Tier mit einem Todesstachel. Es war einst das niedrigste Zeichen. Und da geht die Sonne hinein. Sie verliert Kraft. Die Sonne wird so die walisischen Überlieferungen, von dem schwarzen Herr der Unterwelt, der ein Jäger ist, wird der Sonnenhirsch erschossen und sinkt nieder. Und der Sonnenhirsch, ja, er verliert eben an Kraft. Und seine Braut, die Pflanzen, die Vegetationsgöttinnen, wird geraubt von ihm und unter die Erde gebracht. Das heißt, das Grün schwindet allmählich und sie ist dann Geist der Vegetation, ist unter der Erde in der Gewalt des schwarzen, dunklen, des Todesgottes im Grunde genommen. Diese Geschichte gibt es ja auch in Griechenland. Da heißt die Blumengöttin, das Blumenmädchen heißt Persephone. Sie ist eine Tochter der Getreidemutter Demeter. Und sie springt über die blühenden Wiesen und irgendwann kommt Pluto. Da haben wir auch das Wort Plutonium, der schwarze Gott, und greift sie und zieht sie in die Erde. Und das ganze Licht schwindet und die Lebenskraft schwindet. Und Mensch und Tier und Pflanze sind traurig. Und sie schicken den Götterschamanen, den Hermes, in die Unterwelt. Er kann das, er hat... In einer Hand hat er auch die Mistel, die öffnet die Pforte in die Unterwelt. Und er will Persephone, das Blumenmädchen, wieder hochbringen.
aber sie hat an einer Frucht gegessen mit vielen Samen. Also sie wird verbunden mit den Samen, die unter der Erde sind. Deswegen darf sie zwar rauskommen, aber muss dann jedes Jahr wieder in die Erde zu dem schwarzen Gott. Also das ist eine Beschreibung des Jahreskreises. Das Tor zu der dunklen Jahreszeit ist eben Samhain, ist Anfang November. Und da haben die Pflanzen überhaupt keine Kraft mehr. Deswegen haben die Kelten keine Pflanzen mehr nach Samhain, also nach Halloween, gesammelt. Da waren keine Kräuter. Da waren die Kräuter Puka, das heißt Tabu. Sie gehörten den Puken, das heißt, sie gehörten den Geistern. Denn nun kam eben die Wintergeisterzeit, bis dann irgendwann die Sonnenwende geschah und die Sonne, die da gestorben war, die wird dann neu geboren unter dem Weltenbaum und kommt dann langsam zum Vorschein und kommt als weiße Jungfrau zu Lichtmess zum Vorschein. Ja, so hat man die Jahreszeiten gesehen und diese Erklärungen waren immer im Einklang mit den Phänomenen, was erschien. Und so waren die Jahreszeit ein Götterdrama und diese wurden dann gehörig gefeiert und gefeiert mit bestimmten Festen und Halloween ist eben eines der ganz wichtigen Feste. Während es dunkel wird, die Halloween war nicht nur Ende des sonnigen, hellen Jahreshälfte, sondern war eigentlich Anfang des neuen Jahres. Und es ging in die Tiefe, in die Dunkelheit. Man hat das so gesehen wie eine Schwangerschaft, dass das Kindlein erstmal im Dunkeln sich entwickelt, unsichtbar im Dunkeln sich entwickelt. Und so entwickelt sich das neue Jahr, das Sonnenkind entwickelt sich und kommt dann mit dem Frühling zum Vorschein. Das Sonnenkind erscheint dann einerseits als Brigitte, die Lichtjungfrau und ihr Gefährte, die Sonne selber, sie ist die Vegetationsgöttin, die Sonne selber ist noch ein Jüngling und ist verhüllt, ist ein Bär, trägt ein Bärenfell, ist ein Berserker. Und dann im Mai feiern sie Hochzeit und er wirft sein Berserkerkleid weg. Er ist dann der leuchtende, strahlende Belenos, der helle, wunderschöne Gott und sie ist dann die Braut. Und so ging das Jahresfest. Also war Halloween auch ein Anfang, der dann in die Tiefe ging, aber da wurde das neue Leben gezeugt und geboren und kommt dann langsam in Erscheinung. Also die Pflanzen des Samhain, das sind zum Beispiel die Haselnüsse. Ja, die Haselnüsse symbolisieren auch einen Übergang. Zu Halloween hat man die Haselnüsse, da sind sie reif. Und da hat man Orakel gemacht, ins Feuer geworfen. Ein Liebespärchen hat dann jeweils Haselnuss reingeworfen. Wenn sie gleichzeitig platzten, die Haselnüsse im Feuer, war es ein gutes Zeichen. Wenn eine nicht platzte und die andere, dann war es kein gutes Zeichen. Immer in den Zwischenzeiten, da ist das Orakel möglich. Denn da ist die Welt, da ist die Anderswelt offen. Und besonders zu Samhain, also zu Halloween, das sind ja die Ahnen sehr nahe. Und sie führen das
was dann in dem Orakel geschieht. Sie sind dabei. Ja, die Haselnüsse, die Hasel überhaupt, die verbindet mit der anderen Welt. Deswegen kann man mit einem Haselstrauch, kann man das als Wünschelrute nehmen, hineinreichen in die andere Welt. Und die andere Welt kann über die Hasel zu uns kommen. Da kommen die Ahnen über die Hasel. Das sind so uralte Erkenntnisse, die man heute meistens vergessen hat. Dann, was auch zu dieser Jahreszeit ist, ist eine Pflanze, die eigentlich verführerisch, tödlich, giftig und schwarze Beeren hat sie. Das ist die Tollkirsche. Die Tollkirsche, muss man vorsichtig sein, sie lässt die Seele in niedrige Welten schwirren und ist gefährlich. Man kann damit sein Leben verwirken oder tot werden sogar. Aber das gehört dazu. Die Tollkirsche, die so süß schmeckt, diese schwarze Beere, aber sehr gefährlich ist. Ja, und dann überhaupt, das ist auch eine Zeit, wo Fliegenpilze und so gesammelt wurden. Das ist jetzt die Zeit. Es ist eine Zeit in Irland, wo es heißt, dass die Hügel, die Grabhügel, die Sid oder She Mounds aufgehen und die Bewohner, die Elfen aus der Parallelwelt herbeikommen und sich, ja, für Leute, die hellsichtig sind, sichtbar machen. Eine ganz besonders magische Zeit. Eine Zeit, in der ihr eigentlich immer in die Natur gehen sollt und mitempfinden. Das ist was anderes als nur vorm Bildschirm sitzen. Also da kriegt man das so mit. Wenn ihr mehr über diese magische Jahreszeit erfahren wollt, ja, das könnt ihr sehr viel lesen in meinen Büchern, wie etwa Pflanzen der Kelten oder so, aber auch in dem Hörbuch Der Zauber der dunklen Jahreszeit. Da erzähle ich mehr über eben diese wunderbare Zeit. Dieses Bild von dem Gang, dem Jahreswechsel, ist für uns eigentlich sehr wichtig. Denn, sagen wir mal, wir wüssten nicht, dass die Zeit auch in großen Kreisen geht, wie das die Jahreszeit. Wenn man das nicht weiß, könnte man meinen, im Herbst, oh, alles stirbt, die Pflanzen haben keine Kraft mehr, die Bäume verlieren ihre Blätter, die Vögel sind weg und so weiter. Und wenn man dann Computerprojektionen macht von Tag zu Tag, oh, es wird immer schlimmer, was machen wir denn? Wir müssen vielleicht auswandern zum Mars oder so. Da hat man kein richtiges Bild. Man muss wissen, dass die großen Zeiten wie die kleinen, wie der Tag, wie der Monat, wie das Jahr, dass es Wenden gibt, dass nach dem Tiefpunkt kommt wieder neues Leben. Und wie Goethe einmal gesagt hat, der Tod ist da, um besonders viel Leben zu haben. Und wenn man das weiß, dass das ein Naturgesetz ist und wir das miterleben können, dann ist das wunderbar. Es ist nicht nur alles negativ, es geht nicht nur alles den Bach runter, sondern es gibt immer wieder Wendepunkte. Und Halloween oder Samhain ist so ein Punkt, in dem es erstmal unsere Seelen ganz in die Tiefe bringt. Wenn wir offen sind, dann sehen wir mit der Seele die Wiedergeburt des Lichtes. Die kosmische Tatsache, es gibt so etwas wie eine Wintersonnenwende. Und dann sehen wir, wie das Leben sich erneuert. Es ist ganz wunderbar. Und wir sind dabei, wir können teilhaben. Und ja, wir sind dabei. Gut.